Heute gibt's im Stream Piraten Doppelpack. Später mit den Sonntagspiraten Sea of Thieves, aber jetzt gucken wir uns erstmal auch hier in der Aufnahme die Beta von Skull and Bones an. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs. Und es geht jetzt auch direkt los. Auf der Gamescom war Skull and Bones nicht vertreten. Komischerweise startete am Freitag dann die Beta. Muss man nicht verstehen, oder? Also ich meine, hätten sie das Spiel nochmal auf der Messe, auch mit einem Stand, Ubisoft war ja da. Also dieses Spiel ist so lange in Entwicklung, es gab schon mal ein paar Betas, die waren alle geschlossen, dann wurde es verschoben. Jetzt gucken wir mal, was aus dem Spiel aktuell ist, geworden ist. Ob es Spaß macht, ob es toll ist. Ich starte bewusst mit euch jetzt hier in der Aufnahme und im Stream live, weil wenn irgendein Trailer oder ein Intro oder sonst was kommt, hätte ich das gerne mit auf der Aufnahme drauf. Ja, wie Sie sehen. Sehen Sie nichts? Guck auf meinem PC, ob er etwas tut. Ah ja. Ubisoft Original, ja, das war ja Siedler auch und wie gut das war. Wobei ich auch ein bisschen Spaß mit hatte, als ich es gespielt und gestreamt habe, die Tage. Muss ich gestehen, ein bisschen Spaß war bei Siedler dabei. Aber ich habe auf der Gamescom Pioneers of Pogonia eine frühe Version angespielt. Und selbst die war schon zehnmal geiler. Und da fehlte noch so viel mit Platzhaltergebäuden und noch keine wirklichen Mitspieler von neutral, aber da war, also in Form von neutralen Gegnern oder so. Und das war schon besser. Ne? So, please read before playing. Die darf man übrigens streamen, ne? Small percentage, bla bla bla. Ja, die Epilepsie-Warnung, ne? Wird jetzt auch immer umfangreicher. Aus rechtlicher Geschichte, ich bin von sowas zum Glück nicht betroffen, dass mir sowas passieren kann, solange wie ich schon game. Kann aber, glaube ich, immer noch mal passieren, ne? Ach. Das Thema wollen wir gar nicht jetzt erst anfassen hier. So, press any button to rule the seas. Da legen sie sich schon beide aus dem Fenster, aber wir drücken einen Knopf. Ich stelle gleich die Lautstärke leiser. Von mir aus. Gameplay Closed Captions. Ja, Leute. Schön, dass wir die Wahl haben, aber da. Sprache ändern. Ja, bitte. Gibt nur Englisch. Es ist okay, dass es nur Englisch gibt in der Beta, aber dann könnt ihr euch die Punkte auch. Na, egal. HDR off, ja, weil beim Stream ist das doof. Und wir klicken auf Continue. Play fair, play nice, play safe, ja. Welcome Pirates. So, forge your own path to treacherous waters and rise to become a famous pirate captain. On our journey you will build a fleet of formidable. Wird auf Englisch garantiert nicht so ausgesprochen. Ships cut deals with other pirates and engage in a thrilling naval battles? Ich mein Englisch. In this close beta you can progress in your infantry until Buccaneer L after reaching in. Time limit you still continue exploring Red Isle and the coast of Africa. Okay. Two of this region available at launch. Two of the three regions available at launch. Okay. Also die Küste von Afrika und Red Isle. Ja, aber was ist mit der Karibik? Was ist mit der? Also, ne? This is an early build and does not represent the visuals and gameplay of the quality of the final game. Ja. So, join our community. Ich würde gerne mal. Ich will keine Rewards haben. Ich will auch keine Pre-Order jetzt abschließen. Ich möchte einfach nur mal reingucken, was ihr mir hier zu bieten habt. Ja, die Options, da waren wir ja gerade schon drin, oder? Ah, können wir jetzt ein bisschen. Vielleicht können wir jetzt die Sprache ändern. Okay, hat schon mal den Monitor erkannt.
Ich würde gern. Okay, es gibt nicht mehr Fullscreen. Es gibt nur Borderless Window Mode. Oder kann ich. Oder muss ich hier sagen Fullscreen? Aber das ist ja Window Mode. Okay, das gibt Abzug in der B-Note. Was ist das? Was ist das da drüben? Ist G-Sync oder was? Ja, wir machen es off. Für Streamen ist das blöd. Yes. Major Language Filter, ja. Graphics Ultra High, Very High, Upscale Typ. Ah, das müsste aber eigentlich erkennen. Also das in Nvidia DLSS drin ist schon mal ziemlich geil. Balanced Performance, Ultra Performance. Wir machen Quality. Weil das ist, es holt nochmal so viele Frames raus, ohne Scheiß. Also natürlich das AMD Pendant ist auch nicht verkehrt, ne? Weil jetzt nicht heißen, dass AMD schlechter ist. Nee, nee. Aber also generell diese Upscaling-Typs von Nvidia oder AMD holen nochmal richtig viel Frames raus. Das ist halt schon geil. Raytracing ist ein bisschen mit drin. Yes. Können wir jetzt die Sprache ändern? Nö. Nö. Und nö. Aber wir haben sie jetzt dreimal zur Auswahl. Immerhin. Okay, das ist ein bisschen leise. Gehen wir auf 85. Wir können ja immer noch. Das hätte ich jetzt gemerkt, ohne dass ich was machen musste. Diese Option mit doppeltem Einstellungen. Okay. Gehen auf Play. The dawn of capitalism. When corporations as mighty as nations rule the seas and dominate the world's valuable trade routes. With an iron fist, they forge a path of tyranny and exploitation, igniting a battle for global supremacy. From the Indian Ocean, a flood of exotic goods feed new addictions and fill coffers with coins tainted in blood. And where there is blood, there are predators. Schalte mich gleich wieder ein. Okay. Wenn mein Schiff jetzt aber so linkslastig dargestellt wird, dann ist es, glaube ich, besser, wenn ich die Kamera auf die andere Seite mache, ne? Das müssen wir gleich mal checken. Also A und D to steer, okay. A British ship. She shot through. Easy prey. Always room for more riches in our hull. She's vulnerable to a broadside. Ja, genau. Hat das Spiel Michael Bay gemacht? Gut, vielleicht habe ich ein Explosionsfass erwischt. Und nu? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh. Ich glaube, ich weiß es. Also, das fühlt sich eher wie ein Shooter an. Ja, ach, come on. Okay, die haben auch alle hinten Explosionsfässer drauf. Und wir haben eine Gatling Gun. Ich mach den Ton gleich nochmal leiser, wartet mal. Das haut mir ja selbst das Gehör hier weg. Audio da. Also. Ignore the middle! It's the big ship we want! Pirates! Taking our money!
What the? Wir müssen ja nicht auf den Wind achten, wir kamen ja irgendwie immer Vollspeed und ich bin ja der Rambo, also das ist Piraten-Rambo. Und ja, Psychos hat im Chat noch erwähnt, sorry, dass ich es jetzt erst wollte, ich habe es vorhin schon gelesen. Die trauen sich sicher in die Karibik, weil die Sonntagspiraten da lauern, das kann natürlich sein. Also auch Kanonen hinten, weiß ich nicht, ob das so typisch war für Karibik-Schiffe. Ich weiß nicht, also. Für mich hat das wenig mit einem Segel- und Piratenspiel zu tun. Beim Back from the Battlefield. Ich wusste gar nicht, dass wir raussegeln können. Ja, es ist, wie gesagt, es ist ja von Ubisoft und Assassin's Creed Black Flag soll ja die Anspielung sein, ne? Also das ist, viele wünschen sich ja ein Black Flag quasi nur das Segeln und das soll es ja quasi werden, aber... Ich muss dazu sagen, ich habe Black Flag nie groß gespielt. Okay, also ich glaube, wir sollen untergehen, weil wir sind... Ja, wir sollen, glaube ich, untergehen. Es sind so viele Schiffe. Also ich war nicht dabei, wie es früher war. Zu dieser Zeit, wo gesegelt wurde, 1700 irgendwas war es, glaube ich. Aber ich würde mal sagen, so extrem geballert wurde da doch nicht, oder? Also in diesem Baff, oder? So, hallo Mojito, schön, dass du auch reinschaust. Black Flag ist dein Liebster, hast du 3-4 Mal gespielt. Ja, ich hab Black Flag. Woher hab ich das? Gab's, glaube ich, mal geschenkt bei Ubisoft. Also ich hab das, aber. Okay. Wir sind jetzt quasi gestrandet und dürfen uns jetzt einen Charakter erstellen. Ja, also immer eine Breitseite, also dass man also auch von vorne und von hinten schießen kann. Weiß ich noch nicht, wie gut ich das finde. Ja, ich sag mal, wenn es 10 Minuten dauern würde, das Nachladen, Mojito, dann wäre das Spiel auch langweilig, ne? Okay. Das ist, muss ich sagen, ist jetzt das Erste, was mir wirklich gut gefällt. Nämlich, wie wir jetzt unseren Charakter erstellen. Aber der kommt doch schon fast hin bei mir, oder? Er ist ein bisschen zu blond. Schön ist auch, dass so ziemlich alles vertreten ist. Haarfarbe, auch. Die sieht sehr realistisch aus, die Dame hier, oder? Also generell. Oh, es ist gut gelungen. Ich glaube, wir nehmen jetzt hier für diese Beta-Session, nehmen wir ihn hier. Keine was. Ah. Noch ein bisschen was anpassen. Body-Type. Na, so dünn bin ich jetzt auch nicht. Wir lassen mal links. Body Cosmetics, immer noch das. Ah, okay. Wollen wir jetzt irgendwie wenig bei anfangen? Lass mal weg. Eye Color. Was mit Blau oder so? Jo. Hair. Oh.
Also wenn ich die Frisur habe, muss ich Killing in the Name of singen. Oh Mann. Ja, Morito, wir passen ja noch an. Also die ist die Killing in the Name of Frisur. Oh, von mir aus solche Haare. Was halt dir so ein bisschen doof ist, du kannst halt nicht den Kopf drehen, oder? Nee. Und du siehst deinen Charakter ja meistens von hinten. In so Spielen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie so von vorne wird cool. Gibt's hier was Rotes? Also laut Optik das, aber das ist eher braun. Ich glaube, das noch eher hin, oder? Das ist, glaube ich, eher braun. Oder das hier? Schwierig. Ist schwierig. Wer ist mal das? Facial Hair. Das ist der Bart. Natürlich dieselbe Farbe. Okay, nee, das sieht jetzt aber zu dunkel aus. Okay, am Bart können wir die Farbe vielleicht eher ausmachen. Die sind ja, das hier ist schwarz, obwohl es brauner sieht. Das ist auch schwarz. Okay, wir gehen nochmal zur normalen Haare und nehmen die erste. Fertig. Ja, also hier gibt es definitiv noch Abzug in der B-Note. Auf geht's. Und hallo Traum, dass du reinschaust. Du willst ein Pirat sein, oder ist die heute? Ich bin nicht kriminell. Also schon, aber... Ich bin auch frisch aus dem Ei gepellt. I'm a survivor, I'll fight my way out here. I'm a sailor, give me a map and we'll be off. Agreed. Repair the hull before the long journey. You are a smart sailor. And you are a letted person, perhaps. Take a look inside the captain's logbook we retrieved. The bastard Captain Rassler won't need it anymore. A map can be found within. Take the tiller and make yourself more useful than this toad before we sink. I'll man the sails. Allons-y. Okay. Also grafisch, und ich glaube, ich muss die Kamera echt auf die andere Seite machen, ne? Die Frage ist, kann ich das so ohne weiteres? Weil wir wollen ja mit der gleichen Kamera noch Sea of Thieves spielen. Ich könnte die Szenensammlung wechseln, aber dann schmiert die komplette Software ab. Das werden wir nicht machen, zumal die Aufnahme gerade läuft. Ich mache mal kurz in der Aufnahme Pause und ich wechsle kurz die Kamera. So, Aufnahme läuft weiter. Ich habe gerade die Seiten gewechselt und Cygus sagt passend die Anspielung auf Star Wars. Ja, Phantom Menace. Now there are two of them, it's getting out of hand. Ja, weil ich gerade kurz doppelt zu sehen war. So. Gutes Zeichen, sich auch wie der Stream entwickelt. Ja, gut. Bisschen was muss man gucken. So, auf jeden Fall, hier blockiere ich jetzt das Schiff nicht so ganz und meine HP-Anzeige. Aber was müssen wir denn tun hier? Offensichtlich dahin segeln. Da ist noch jemand. Also optisch gefällt es mir gut. Nur dieses Geballere, als gäbe es kein Morgen, das war ein bisschen too much gerade. Toll, jetzt verdecke ich die Anzeige. Ich muss ein bisschen höher schieben. Leute, wir werden heute nicht mehr fertig hier. Es tut mir leid. Moment. Mach ich aber jetzt mit der Maus. Noch so ein kleines bisschen. So. Wo müssen wir denn hin? Oder rüber? Also ich mag halt bei Sea of Thieves, dass es, wie soll man sagen, simulationslastiger ist im Sinne von, jetzt kommt doch mal Gegenwind und wir kommen nicht voran. Okay, dass man halt den Wind sieht und so. Naja gut, haben wir eine Kanone? Sieht nicht so aus.
Okay. Also ich gehe hier dran und drücke F mit auf dem Schiff und ich drücke F und dann hält es ja automatisch und dreht sich automatisch rum. Boah. Boah, dann ist das so. Wie mal ein Party. Gegenwind fühlt sich wieder normal an. So, jetzt gerade in dem Spiel, meinst du? Ja, so ein bisschen Psychos, ne? Was hat denn der zu erzählen? I told Captain Rassler, the ship was as overburdened as a pregnant sow. See now. The Exeter's guts spilled across this hellish rock. And I'm surrounded by drunken sluggards. Why is the room gone? So bad enough to help the others salvage Skurlock's cargo. Aye, this haul was to be my big payday. But now I pray to leave St. Anne alive at all. The secret pirate den is a haven from those that wish to see us hang from a mast. Its location is not readily shared, even among pirates. Which is why some bildrat like you won't easily get the coordinates to St. Anne. You have much to prove. Skellock's precious cargo is out there. I need help getting it back. Show me you're a true pirate, worthy of my respect, and I'll share the location of St. Anne. Now make haste. Nee, Mojito, ich habe eine Hose an. Es ist kalt, eine Jogginghose. Ja, und Traum sagt noch, es sieht so ein bisschen aus wie New World. Das stimmt. Also vom Optischen bisher. Also a Pirate Steel. Recover Contraband and Trade to Reach for the End. Also wir sollen wohl Fische einsammeln und... Ach, du meinst der Char im Game. Hat der einen Saunasuch an? New Tool Unlock, a Hunting Spear, okay. Ja, es ist mir... Wir sind da gestrandet hier, ne? Da können wir was gucken. Cookery heißt es hier. Okay. Die Frage, die sich halt stellt, ist, macht das Spaß? Das ist die Frage, die sich stellt. Ich was erwischt? Ja. Ich drücke F. Okay, wir haben einen Fisch gelootet. Ah, jetzt. Okay. Da explodiert schon was. Was sollen wir nochmal machen? Wartet mal. Werden sie wieder Fische, versuchen wieder Fische zu fangen. Da drüben. Das irgendwie komisch angucken. Zwei Fische, Bär, Kompass. Das ist noch gelockt. F-Control. Haben wir nicht.
Aha. Sollen noch Cargo einsammeln, oder was? Metall, okay. Da ist ein Hai, oder? What the? Ja, und der beißt. Gute Shark Meat. Okay, also wir sollen nochmal X. Was müssen wir hier machen? Also Loot einsammeln. Der nächste Hai. Regardez! There's a broken mast on that island. Oder auch landen oder was? Wrestler's crew. You are a passenger, like me. Yes. We were five in the dhow. After the wreck, then the sharks came. It happened so fast. Wrestler's crew didn't help us. It is too late for me. But maybe you will walk on the free shores of Saint Anne. Lassen wir ihn sterben? Er wollte es so. Kann hier was kochen? Sorry, aber das werde ich jetzt nicht lesen. Also, ja. Spielspaß, ihr merkt's schon, ne? Ich bin richtig aus dem Häuschen. Ich meine, ich bin jetzt nicht totsterbensgelangweilt, aber... Naja. Okay, haben wir jetzt drei eingesammelt, wir brauchen nochmal drei. Ich hab das Gefühl, wir brauchen auch gleich noch Holzplanken und Segel. Stoff. Okay. Wir machen halt alle die gleiche Quest. Hat so ein bisschen MMO-Faktor, ne? In diesem Startgebiet.
I feel my... So, können wir rennen? Ne, wir rennen automatisch schon. Ich glaube, für so ein Konsolenspiel... Ah, weiß ich nicht. Stick to the agreement and get me Skurlock's cargo. Thanks for the goods. Skurlock may very well spare my head. But I haven't got the coordinates on me. Never had. Only Captain Rassler knows the way. If you really want to get to St. Anne, you have to find him aboard the wreck. If he's still there. Now fuck off, bilge rat. Mhm. Also sollen wir jetzt an dem Wrack ihn finden, oder was? Okay. Also das Spiel kriegt seine Chance. Maximal so lange, bis wir mit der Sea of Thieves anfangen. Wie gesagt, optisch gibt's hier nichts zu mängeln. Nur bemeckern. Aber ein Spiel muss ja nicht nur gut aussehen, muss auch Spaß machen. Ja. Aim for the green zone and press. Aha. Warum jetzt dieses Minigame da sein musste, muss man glaube ich nicht verstehen. Ja, Zeitungen lese ich jetzt nicht. Die Frage ist halt, warum brauche ich das? Und was passiert jetzt mit meinem Schiff? Kann das jetzt beschossen werden? Ist ja, hier sind ja noch andere Spieler gerade unterwegs. Könnte theoretisch gesehen, wenn ich dann irgendwo reingehe, könnte jemand dann mein Schiff abschießen. Auto-Aiming mit dabei. Ja, das ist aber auch, ich weiß nicht, keine Animation für hin, keine Animation für weg, dass der Bildschirm so schwarz wird und dann kommt, dann laufen wir so weg. Da fehlt doch die Hälfte. Was soll das denn? Er kann es nicht schaffen. Aha. Ich weiß nicht. Und also auch wenn wir dann irgendwie ankern oder so, also oder landen, um auszusteigen. Warum geht denn auch der Bildschirm schwarz und dann stehen wir auch plötzlich da? Warum... Da sinkt wohl noch einer. Warum gibt es da keine Animation? Warum binden wir das Schiff nicht fest? Also wenn wir schon nicht selbst landen müssen, ankern müssen und normal absteigen, wie es bei Sea of Thieves zum Beispiel der Fall ist. Auch wenn es ein anderes Spiel ist, auch wenn es ähnlich ist. Warum gibt es dann keine Animation dazu? Warum wird der Bildschirm kurz schwarz und da stehe ich da? Also. Willst du jetzt da rein oder nicht? Jetzt wird wieder der Bildschirm schwarz. Come to loot my cabin, you filthy scrag! No matter. Steal what you want,
Anyway, you skin the cat. We're doomed to die on this cursed atoll. Aye, you're alive. But are you living, mate? A pirate cares not how they die, but how they live. What is it they say? Sail home and tell your king for me. If he reigns on all the land, Freeman will reign on all the sea. The origins of Yuriko Freeman are a mystery. After he pulled the biggest heist ever known, the treasure of the Dutch galleon, the Shadu, he became a living legend to us. Follow this route, and you'll find St. Anne. Take my spyglass. I don't need it anymore. And this, also, wenn du, great value to John Scarlock. Wenn du so viel Planken in der Seite hast, du stirbst doch ratzfatz, also das ist doch Quatsch, oder? Das ist doch wirklich Quatsch. Den Satz kannst du entsprechen, dann stirbt der theatralische Tod. Man kennt ihn. Fühlt sich so an wie so ein typisches Konsolenspiel. Das soll jetzt nicht abwertend gemeint sein. Wie was man halt schön auf der Konsole wegspielen kann. Mit so ein bisschen Story. Und so ein bisschen arcade-lastig entballern. Aber es fühlt sich hier und da einfach unfertig an. Jetzt kann man sagen, ja, es ist ja auch eine Beta und noch eine unfertige Version. Aber sie wollen ja mit dieser Präsentation hier auch so ein bisschen die Leute heiß machen. Sie wollen ja sagen, oh, was ich hier sehe, da freue ich mich auf mehr. Und was ich hier sehe, muss ich sagen, es ist optisch ganz, ganz geil. Ja. Und dann verließen sie ihn. So, dann... Desire to eclipse Scarlock? This is why I like you, comrade. You have big ambition and panache. We would not have survived without you. But you are not a proper captain yet. The high seas are unforgiving, and you must still get us to St. Anne. Well, you get a hero's welcome and audience with the infamous Prince Pirate John Scarlock. That letter is the key. Mm-hmm. Und jetzt? Escape from the Atolls. Sogar ist marked on your map. Ist es das? Also. Ah. Das ist wohl eher, dass wir erstmal das verlassen. Gut, wir müssen es wohl nicht reparieren. Unser Schiff ist wohl schon repariert. Aber warum konnte ich dann hier Planken einsammeln? Kann ich dich später mitnehmen zu Sea of Thieves? Warum man keine Bretter einsammeln, bevor es losgeht? Metallplanken wären geil, so wenn es das geht bei Sea of Thieves. Da ist mir die Löcher. Dauert zwar länger, um zu stopfen, aber man braucht dann zwei Treffer, bis sie dann wirklich kaputt gehen. Das wäre geil. Muss dann halt doppelt bis dreifach so lange hämmern, bis sie fest sind. Hier. Rare. Meldet euch bei mir. So, komischerweise, warum ist denn jetzt das Schiff auf der rechten Seite?
Ihr könnt mich mal. So. Aber wie gesagt, grafisch gibt's hier nichts zu meckern. Also das ist echt geil. Okay, und ich travel da jetzt hin, indem ich F drücke, oder was? Oh, Moment. Sogar Berlin, okay. Zählt jetzt alle Ubisoft-Studios auf, ja? Also es machen so ziemlich alle mit. Alle machen so ziemlich mit und das Spiel ist immer noch nicht raus. Und gefühlt 100 Jahre in Entwicklung. Aber gut, wir geben dem Spiel noch ein bisschen seine Chance. Alles ein Mojito, ne? Ich blende mich gleich wieder ein. Scurlock's mark. It must have come from the Exeter. Will you survive the wreck? Oh, Scurlock will want to see you. He's in that warehouse. You're a lucky bastard. The cock has me waiting weeks for an audience. But you better watch your step in there. Shit like you will dirty his rug. Now, let's get her off. See you. Also ich glaube, ich will auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, das Spiel. Ich glaube, es will ein Story-driven Piratenspiel sein, aber mit seiner eigenen Marke kreieren. Es will aber auch ein bisschen offen sein für mehrere Spieler und Koop und so ein bisschen Semi-Open-World. Andererseits muss ich dann F drücken, um das Atoll zu verlassen. Ich kann hier einfach raussegeln, dann kommt ein Ladebalken. Also ich weiß nicht, entweder bin ich ein Open-World-Spiel mit PvP oder Koop oder was auch immer und anderen Spielern, oder ich bin Singleplayer und geile Story, aber beides, weiß nicht, ob sich das so beißt. Also ein bisschen wie die Shared World bei Diablo 4, die auch keiner braucht. Vielleicht gibt es einen Spieler auf der Welt und ich glaube wirklich nur einer, der bei Diablo 4 sagt, ja, die Shared World ist geil. Aber ich glaube, der Rest denkt sich, was soll das? So. Jetzt rennt nämlich der hier komisch affig rum und ich frage mich, warum rennst du in meiner Singleplayer-Erfahrung hier rum? Ja, weil es eben kein Singleplayer-Spiel ist. Wir haben ja schon mal eine Mailbox, die für mich eher, naja gut, sei es drum. Wir haben Post gekriegt. Voll. Scarlet Bones, welcome. Ich konnte es gar nicht lesen. Ich konnte es anklicken, dann war es weg. Habe ich mal irgendwas gekriegt. Kann ich alte Mails nochmal lesen? Was ist N? Ah, der Chat. Local, okay. Search for group. Nee. Wir Handel treiben, oder was? You're one of the survivors from the shipwreck. Your situation must have improved if you're here for storage space. Ah, ich verstehe. Das ist quasi mein Lager.
Ist hier rum. Close Firearms ist immer gut. Small Repair Kit, bisschen Fisch, bisschen Shark, bisschen Grill der Fisch. Alle hopp. Gut, dass hier auch noch ein klein bisschen mehr los ist in so einer Taverne, begrüße ich auch, weil in Sea of Thieves Tavernen ist ja nicht viel los, ne? Abgesehen von der Geistertaverne, da boxt der Papst und Catnett. Hallo? This one here survived the wreck. Sure looks like it. A survivor? Come on in, Callie. Got it done. We'll never show your ugly mug again. Amongst this kid. The storm killed my men, devoured my cargo, but spit you out. Hope you're not worthless. I really needed those goods. You see, this port rises on Chulin's patronage. And that merchant's so rich he pisses liquid gold. All I receive is a letter. That fucker wipes his ass to smear my face. I send a full haul of goods and his demands triple. I'll need more captains. A proper pirate, I see. Oh, you need a keen eye for prizes, and a lot more guns. Cully, I saw that little tub you washed up in. It's halfway to Flotsam. I like your spirits, but you're not ready yet. Now, you want to get out of those rags and into a real ship, then build your reputation and earn the people's respect. And good things will follow. Do that, and I can make you the most infamous pirate in all the seas. Off you go. We'll see each other soon. Also, ich finde, der Dialog ging gerade in die richtige Richtung, aber es war zu einfach. Fand ich persönlich. Ich komme da hin und sage, ja, hier, ich kann dir die Waren besorgen und bla bla. Und dann sagt er, und dann macht er, ah, du bist ein richtiger Pirat. Oder so, aber du hast dann, nee, der hätte noch kommen müssen, du? Du bist doch gerade hier gelandet, was stimmt denn mit dir nicht? Also er hätte noch mal so ein bisschen mehr Zweifel, ein bisschen mehr Emotion, ein bisschen mehr Theatralik. Verdiene erstmal deinen Weg, so ein Motto. Das klang so, ich meine, es ist ja klar, worauf es hinausläuft, ne? Der kann nicht sagen, nee, tschüss, erschieß dich und das war das Spiel, da kommen die Endcredits, das ist ja Quatsch, ne? Wir sollen hier uns ja den Weg verdienen, ich verstehe das. Aber ich hätte mir von dem Typ noch ein bisschen mehr Zweifel an dem gewünscht, dass da kann jeder kommen, wisst ihr? Also wir müssen uns erstmal hier einen Rangruf verdienen. Das ist klar. Auf ins Logbuch. Oh, okay. Aber was wir alles machen dürfen, okay. Also das Spiel hat definitiv auch einen Koop-Modus. Hab's einen PvP-Modus, hat keine Ahnung. Zumindest soll das mal kommen. In der Beta weiß ich nicht, was, ob das drin ist. Ja? Okay, können wir noch diverse Dinge freischalten. Okay, Batschen hier. Yeah. Wenn es halt eine geile Story drumherum hätte. Ja, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Dann war es weg. Wir könnten ein bisschen was verkaufen. Wir haben noch ein bisschen was, oder? Wir kriegen nicht sehr viel für, aber ja. When I was 14, I was wedded to a butcher in Hastings. But I slit the pig's throat with a knife and fled. No better hawker than Mako Lacey.
come again. Ah, so you're the kelp that washed ashore from the wreck of the Exeter. Skerlock may see potential in you, but all I see is a would-be pirate with salt in their breeches. Tell me, what does the pirate king see in someone as ragged as yourself? Ha! And why would others sail with a captaini with one leaky boat to their name? But if you prove your worth, even the waves will bend to your will. I expect you'll be wanting a pat on the back, treasure in your boots, and John Skerlock's warm embrace. Ha! St. Anne would sooner slit your throat than be called your paradise. I can build you the mightiest ship in the Indian Ocean, like I did for Skerlock with his Margareta. But how you steer it into the waves is up to you, Captain. Tools of trade. Rewards, okay. Pirate steers their own ship, but how it fares in a monsoon depends on its maker. Visit my friend, Zane, the carpenter, and he will help you craft the tools needed for harvesting shipbuilding materials. Also wir müssen unser eigenes Schiff zusammenbauen, okay. Thank you. Machen wir mal eben so nebenbei, ne? Jumbo, you have been floating on a splinter of luck so far. To carve a reputation here, you must get your hands bloody. It's the pirate's way. If you measure infamy by the weight of your purse, St. Anne is the right place. We can help each other. You bring me quality materials and I'll make you the best. Oh, ich wahrscheinlich hätte jetzt das bringen sollen, was ich gerade verkauft habe. Our names will grow. Carpenter, wood, metal fiber from region. Wood grain on my fingertips is heavenly. Require, aber ich habe doch gar nicht so viel Geld, oder? Doch, da oben. Okay, we crack a space oder was? Wir haben jetzt eine billige Axt. Da muss ich jetzt alles herstellen? Okay. Step 2, gather materials for the shipwright to construct your first ship. Okay. Kriegen wir angezeigt, wo wir hin müssen? Captain Tools, open the journal. Ja, ja, genau, das sind die. Und klar. Haben wir ja gerade. Ich mag den Artstyle. Wird übrigens gerade spät. Alle am Saufen, schon die dritte Bar. Dürfen wir noch nicht lang. Ne, da waren wir hier. Hier waren wir. Also, gather materials, check your map to locate resources. M für Map oder so? Okay, also müssen wir sehr wahrscheinlich jetzt aufs Schiff zurück. Also, was heißt Schiff?
Manage Ship, was können wir denn machen? Attachments 0 von 1. Was können wir denn? No Attachment Available. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ship Cosmetics. Aha, okay. Optisch, farblich. Okay, was haben wir noch? Edit Name, ist mir jetzt egal. Change Ship Set Sail. So, und wir wollen jetzt erstmal... Ich glaube, es geht nur um Holz. Wenn wir überall handeln oder landen? Ich habe keine Ahnung. Aber der sagt übrigens ein Ausrufezeichen, als müssten wir dahin. Egal, wir segeln hier jetzt mal. Kann ich die Kamera ändern? Langsamer unterwegs, als ich dachte. Wo sind wir almost there? Du weißt doch gar nicht, wo ich hin will. Null von acht, dann hätte ich ja was mitnehmen müssen, oder? Deliver, hätte ich ja 0 von 8, ich muss ja irgendwas mitnehmen. Na super, dann muss ich nochmal zurück. Und warum ist jetzt die Kamera so nah? Oh oh. Da hat man Ubisoft im Namen. Ist das ein Entwickler? Also ein Ubisoft-Symbol hinten dran. Sail closer, wir sind dabei. Da muss ich ja was mitnehmen. Aber wo? Gather materials, ja, gather map, your map to locate resources. Aber hier steht deliver to. Das ist doch irgendwie... Nee, ich glaube ich nur, aber warum wird mir das Ausrufezeichen jetzt wieder hier angezeigt? Das ist irritierend, als müsste ich hier noch was tun. Aber hier gibt es keine Ressourcen. Hier ist einfach nur das Ding hier. Das heißt, ich muss irgendwo wegsegeln und muss mir Holz holen. Wir segeln jetzt da drüber und versuchen uns Holz zu holen. Fertig. Segeln jetzt Press nach Essen. Also... Weiß nicht, dieses Spiel könnte intuitiver sein, oder? Schon cool, dass da jetzt große Schiffe liegen und so. Und da kann man bestimmt auch später sich voll das geile Schiff zusammen machen mit Cosmetics und Tunen. Hast du nicht gesehen? So, segeln wir richtig. Ja. So, wie ändere ich jetzt die Kameraperspektive? Ah. Oh nein, 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 nein. We've crashed into the shoreline. Oh, wir haben es ein bisschen gestreift. Okay, also aus irgendeinem Grund kann ich mit der Zahl 2. 3 ist rückwärts. Leaving the safe zone. Aha, da können wir was sägen. Das ist wahrscheinlich Holz. Das Material. Und dann müssen wir es da wieder abgeben. Ja, also so viel zig Stunden, die ich MMOs gespielt habe, das schon in Tage oder mehrere Monate sich umrechnen lässt, wenn nicht sogar Jahre, darüber wollen wir gar nicht erst reden. Und ich tue mich hier schwer. Ubisoft, also
Weiß ich nicht. Wie starving. Und noch Fisch dabei. Das ist ein Leuchtturm, okay. Haben wir noch welche von den Speeren? Ja, unendlich. Da kommt immer noch ein Fisch mit hier. Ah, der Profi! Okay. Weil die haben, glaube ich, alle das Ubisoft-Ding im Namen. Das ist der Lavo 0815. Man kennt ihn. Leaving Safe Zone. Theoretisch gesehen könnt ihr mich jetzt versenken. Und mir den kompletten Spielspaß an dem Spiel nehmen. Und meine eh schon sehr komische Meinung würde in sehr negativ enden. Okay, also. Hier ist jetzt irgendwas im Wasser. Können wir das einsammeln? Ich sammle also Bretter, also Baumstämme im Wasser ein. Und jetzt haben wir wahrscheinlich einen von... Zwei von... Okay. Kann ich die noch irgendwie abbauen? Ich habe noch eine Säge oder so? Wir haben Kokosnüsse eingesammelt, indem wir neben dran gestanden sind und haben ein Minispiel gemacht. Warum fühle ich mich wie bei einem Handyspiel? Wir haben mehr als was wir brauchen. Okay, jetzt zurück, oder was? Ja. Hm. Wir sind, glaube ich, langsam, weil wir überladen sind, ja. Aber das Spiel hat gute Ideen, muss man sagen. Ja, also jetzt, dass wir hier überladen sind, deswegen langsamer sind, dass ich unten in der Mitte spiegelverkehrt, so, hier unten angezeigt kriege, dass wir überladen sind und dass es und so weiter. Das sind alles nette Ideen. Muss ich mal ein bisschen mehr darüber. Und dass man sich erst den Ruf verdienen muss und es sieht optisch gut aus. Sehr gut aus. Aber so ein bisschen. Auch so der Arzt auf dem Interface gefällt mir. Ist okay, kann man lassen. Aber so ein bisschen was. Also so ein bisschen Story mehr und so ein paar Dialoge ein bisschen mehr. Und vor allem mehr Animationen beim Ablegen und beim Anlegen und dass nicht immer so ein schwarzer Bildschirm kommt. Was können wir noch für Kameraperspektiven eigentlich? Gute Frage, nächste Frage. Also es gibt nur die zwei, die ist ran. Für die, die es noch immersiver haben wollen. Die zwei fährt wieder raus. Die drei ist die Rückansicht. So. Tu uns bitte nichts, großes Schiff. Ich will nur da wieder rein. Wie ist es denn? Es gibt kein rechts vor links auf See. Es gibt da auch so eine Regelung auf jeden Fall. Die ich als Sonntagspirat natürlich nicht weiß. Aber wir haben das alles genau ausgemessen. Das wussten wir natürlich. Die Dramatik hier. Ich habe jetzt halt wenig Zeit gehabt, weil ich auf der Gamescom war. Deswegen, und auch gestern den ganzen Tag im Schwimmbad und dann abends früh ins Bett, dass ich heute den Tag genutzt habe, um mal die Taschen auszupacken, die ich von der Messe dann hatte, beziehungsweise ein bisschen aufzuräumen hier und den Schwimmbadkram zu waschen und, und. Das suche ich mir natürlich alles selbst aus, wie ich meine Freizeit einteile. Das heißt, ich müsste hier jetzt wahrscheinlich noch ein wenig mehr Zeit investieren als die Viertelstunde, die mir jetzt noch bleibt, bis wir Sea of Thieves spielen, wie jeden Sonntag. Deswegen kann ich kein hundertprozentiges Superfazit abgeben, außer dass ich halt sage, ist ganz nett und es kommen so viele gute Spiele raus noch und die ich aktuell schon spiele und auch spielen mag und welche ich auch noch fertig spielen mag, die mir richtig gut gefallen, gut bis sehr gut bis super bis geil, genial,
wenn ich da halt ein Spiel habe, das ganz nett ist, ja, für ganz nett habe ich keine Zeit. Ne? Dann, es gibt halt aktuell mehr Spiele, als dass man wirklich spielen kann. In so einer Zeit leben wir aktuell. Es kommt so viel raus, gute Indie-Sachen auch. Was ist hier los? Wollt ihr mich vereimen? Also, ich bin hier gestrandet gerade, ja? Komm hier an, es ist noch keine 5 Minuten her, sagen wir 10. Und ich werde bespuckt, ich werde angeguckt, wie die Kuhwanz blitzt, ja? Motto, was will denn der Idiot hier? Jetzt habe ich eine Quest bekommen, habe ein bisschen Holz eingesammelt, komme zurück und die bejubeln mich, als hätte ich ein neues iPhone gekauft. Nee, 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 nee. Was soll das denn? Spielt jemand das Spiel von denen, die das programmieren? Denkt da jemand mit? Also. Das ist doch Quatsch. Wer will's denn haben? Wieso denn der jetzt? Ach, egal. Do you have business for me? I was worried you would not make it back. So, Traum schreibt im Chat. And fortune will surely come your way. You are one step closer to securing your own vessel. Es gilt auch rechts vor links, ja? Okay, danke dir. Also wir haben ein bisschen was verdient, was bekommen, kriegen wir jetzt die nächste Quest. Yo. You have come many leagues in searching for scraps on the coast. If you have the silver, I will gladly sell you designs stolen from mercantile docks with the right materials. You can build a ship to rival their best. Ist der blind oder guckt er uns bewusst nicht an? Bisschen komisch. Also er guckt sehr oft irgendwie starr in der Weltgeschichte rum, aber vielleicht ist das sein Ding. So, was haben wir jetzt zu tun? Craft a Beta at the Shipwright. Also wir sollen was craften. Also, ich habe jetzt 8 Baumstämme gebracht. Ja? Und mit diesen 8 Baumstämmen, also das hat ja schon Siedler. Also die früheren Teile, alles auf den Boden geschmissen, Hammer draufgehauen, kam Gebäude raus. Das war cool. Ja, ich bringe jetzt 8 Bretter und, 8 Baumstämme. Und mit denen baue ich mir jetzt einfach ein kleines Schiff. Move, Beta, select, ja. Move all cargo to the new ship, klingt gut. The Warhouse. Na, mach mal aufs neue Schiff. Ich finde, das ging auch zu schnell. Warum habe ich nicht noch... Okay, also jetzt geht es um die Kanonen. Aber trotzdem, und ich kriege erstmal noch Metall geschenkt. Und warum kriege ich das geschenkt? Also dafür, dass ich gerade eben erst gelandet bin, behandelt die mich wirklich wie der Gott vom Herrn. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt irgendein berühmter Pirat wäre, der hier gelandet ist und dann, ah oh, cool, du bist es. Hier, kriegst Material, dann baue dir dein Schiff. Ja, also, warum habe ich nicht Segel, also warum habe ich jetzt nicht noch einsammeln müssen, zum Beispiel? Ja, babbel nicht. Warum habe ich nicht noch Seil einsammeln müssen? Warum habe ich nicht noch Segelstoff einsammeln müssen? Warum habe ich nicht das Holz erst noch hierher bringen müssen, dass der es mir zu Brettern verarbeitet oder so? Warum gebe ich dem 8 Baumstämme und er sagt, klar, bau dir mal eben dein Schiff, zack, bumm, aus, fertig ist es. Das geht alles ein bisschen schnell und auch, es ist halt einfach unrealistisch. Auch, dass sie mich, wie gesagt, erst anspucken und dann 5 Minuten später beklatschen. Ein Brit ist auch hier dabei. Hey, listen. Mori, du hab's schon gesehen, danke dir. Also der Chat kam von ihm, dann kam dein Hey, listen und danach konnte ich ihn blocken. Er ist schon weg, Traum. Er ist schon weg. Gibt so viele Streams, jedem, dem es nicht passt. Kann woanders hingehen. Your cannons be better worth my time. Nee, wir sind mal freundlich. Bring me supplies and I'll build you weapons to skewer those frogs.
Okay, bla bla bla. Before you can take a boy out of the company, you need to have teeth. Right now. Alles gut, Traum, alles gut. You need provisions. You have to get them yourself. Now, get cracking, mate. Das Schöne ist, ab nächsten Monat soll es, glaube ich, für alle kommen. Wenn du einen gebannt hast, darf er auch den Stream nicht mehr sehen. Ich freue mich sehr auf dieses Feature. Ja, klar, kannst du immer noch ohne Account reingehen oder dir einen neuen Account machen. Dann kannst du dann immer noch zusehen. Ja, okay. Aber, also ich soll jetzt was craften und dann Cannonballs. 120 Stück. Kann ich das schon craften? Zwei Kanonen kann ich schon herstellen, weil ich die Materialien schon geschenkt gekriegt habe. Okay. Da gibt es auch verschiedene. Das finde ich wiederum cool. Dass es verschiedene Kanonen gibt mit verschiedenen Stärken, dass ich das freischalten kann, dass die dann mehr Damage machen und so. Das finde ich eine geile Sache. Das finde ich echt cool. Und verschiedene Typen für die verschiedenen Schiffe und so. Das finde ich geil. Ja? Und die Dinge, die mir positiv gefallen, weil dann macht es auch Spaß zu leveln, weil du kannst dir dann die nächsten Kanonen wieder freischalten und wahrscheinlich gibt es noch verschiedene Munitionstypen und. Dann gibt es noch verschiedene Waffen hier. Gut, Mörser, naja, aber gut. Bogenwaffen gibt es auch noch, aber hier gibt es dann Variationen. Variationen, wo man dann hier einbauen kann. Also von daher finde ich das finde ich gut. Auch die Stimmen generell sind gut gemacht und authentisch. Hochwertige englische Sprecher. Gibt es auch nichts zu bemängeln, finde ich. So, aber der will doch jetzt, genau, der will diese 120 Cannonballs. Finde ich die irgendwo auf der Map? End-in, was end-in? Irgendein Event oder was? Cool. So, wo kriege ich denn jetzt Kanonenkugeln her? Hier gibt es Kokosnüsse und Holz. Vielleicht bei den Schiffswracks. Hätte ich jetzt gesagt. Also ich brauche 120 Kanonenkugeln, die muss ich dem geben. Die habe ich offensichtlich nicht dabei. Kann ich die herstellen vielleicht? Ne, dann hätte ich ja dabei gestanden Craft, oder? Ne. Okay, gut. Segeln wir nochmal zu einem Schiffswrack und dann wird ja auch schon Schluss sein. Und dann werden wir jetzt das Sea of Thieves wechseln, wie immer 19.30 Uhr. Es gibt, wie gesagt, ganz viele Streams. Jeder kann dem zugucken, was er macht. Wenn einem hier das nicht gefällt, braucht er nicht beleidigend werden. Kannst du auch herstellen, sagt Eikes. Danke dir. Weil er kann derjenige gern woanders gucken. Aber wo stelle ich die her? Auch bei dem? Habe ich es gerade übersehen? War ich blind? Craft Items. Gibt es ein extra. Beim Schmied mal. Ah, beim Schmied meinst du? Ja, gut, aber beim Schmied bin ich ja. Das ist er ja. Also, ja, das zeigt. Vielleicht kann ich es auch kaufen. Ich könnte es ja auch kaufen. Ja, okay, das wär jetzt richtig doof. Oder nee, muss ich erst das Blueprint kaufen? Warte mal. Kaufe ich das? Ich owne das already. Also Cannonball Crate. Okay, ich besitze es schon. Das heißt, ich kann damit also Kanonenbälle herstellen. Okay. Okay. Ich kann sie schon herstellen. Ich muss nur finden, wo das gerade ist. Ah. Ach, wie dumm. Ich kann hier oben gar nicht alles durchklicken. Ich muss weiter E drücken. Okay. Und dann kommen wir hier zu Ammunition. Verstehe. 22. Ja, wie viel kommt da? Ach so. Wie viel kommt da raus? Oh. Brauch ein bisschen Kugeln, oder? Wie viel haben wir denn jetzt gemacht?
Und hier, Jäger, 30 Monate in Folge. Danke dir für deinen Resub. Freut mich auch, dass du dich jetzt schon reinschaust. Wir segeln ja gleich wieder. Auf jeden Fall danke dir, Eikes, für den Tipp. Ne? Danke dir, sehr nett. Sonst wäre ich jetzt weggesegelt. So, steht dabei, wie viel wir haben? Speak to the blacksmith. Okay, und nun? Arm your ship. Okay, das geht dann wahrscheinlich beim Schiff selbst. Ausgang. Equip your loadout. Jo, das haben wir ja quasi. Managed Ship ist es, oder? Furniture. Okay. Setzen wir ein. Furniture already in use. Okay, Weapons. Ha. Links eine Kanone, rechts eine Kanone. Da kommt Sloop Feeling auf. Okay. Haben wir noch was? Ships Cosmetics? Ja, dann mach halt den Anker jetzt drauf hier. Pioneer. Voll. Lassen wir erstmal alles so. Haben wir jetzt gemacht, und du? Destroy. Okay, gut, da müssen wir jetzt noch zwei Schiffe versenken. Da unten. Die müssen wir noch machen, Leute. Und danach wechseln wir das hier fies. Dass wir nur mal geballert haben mit dem Schiff. Ich will dem Spiel ja auch ein klein wenig eine Chance geben. Ich muss mich halt dran gewöhnen, dass ich halt... Jetzt geht's hier aber schon ab, oder? Das ging aber schnell von unserem kleinen Schiff. Runter. Ich wechsle die Kamera wieder. Jetzt geht die Musik aber ab. Joho. Sind wir da unten? Nee, wir sind die Segel leicht falsch. Ich kenne leider den Text nicht. Aber es ist fancy, es macht schon ein bisschen Bock. Joho, joho. Ja, es geht alles ein bisschen zu schnell, finde ich. Ja, also so storytechnisch und so. Das ist wirklich alles so unrealistisch, ne? Also das sind so Sachen, wo ich sage, hätte man besser machen können. Dafür, dass das Spiel so lange in Entwicklung ist, finde ich, geht es am Anfang ein bisschen zu schnell und man wird ein bisschen, ich weiß nicht, ich hätte wieder, es dauert halt. Dann fühlt es sich auch viel, viel wertiger an, wenn ihr für euer Schiff wesentlich habt mehr tun müssen. Wisst ihr so, das erste Schiff war jetzt quasi geschenkt mit so einer Mini-Quest, finde ich. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass es wesentlich actionreicher ist. So, fliegen die wieder in die Luft, wenn ich drauf schieße? Ich möchte erinnern, wir haben eigentlich nur zwei Kanonen links, eine Kanone links, eine Kanone rechts. Wir haben jetzt aber zwei links und zwei rechts, ne? Oder schieben die rüber? Nee. Den darf ich nicht beschießen. Was ist los? Achso, ich habe keine. Ich bin aus der Radius. Wieso habe ich jetzt viermal geschossen? Ich hab. Hä? Wie geht das denn? Wo kommt jetzt die dritte Kanone her? Was ist hier los?
From Zero to Hero, weil du sagst vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist in englischen Liedern ganz schlimm. From Zero to Hero. Sticks and Stones may break my bones. Und throw your hands in the air like you just don't care. In so vielen englischen Liedern ist das drin und es nervt. Das nur am Rande. Und From Zero to Hero natürlich. Get closer. Also es ist sehr, sehr arcade-lastig. Und das ist unrealistisch, aber es ist trotzdem spaßig. Ja, also Spielspaß vor Realismus. Mir, ich halte halt ein realistisches Piratenspiel wäre mir lieber. Oh, get closer, okay, ja. Und dann können wir es entern. R for boarding. Ich glaube, es ist schon wieder vorbei. Ja, war es das schon? War doch kein Boarding. Wir müssen nochmal näher ran hier im Moment. Irgendwie habe ich es gerade versucht zu bohren. Keine Ahnung, was wir hier machen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hier machen. Wurde ja gesagt, R to mark. To board oder so. Und ich habe ein R drücke, komme ich in diese Ansicht hier. Ah, ich muss die rechte Maustaste halten. Ah. Okay. Okay, eine nette Animation. Ey, das ist Skull & Bones die Beta. Grafisch sehr geil, spielerisch weiß ich noch nicht, ob das Spaß macht. Ich bin auf jeden Fall mal skeptisch. Take all. Ah, und jetzt haben wir es dann. Okay, gut. Dann senken wir noch schnell eins und dann kommen die Sonntagspiraten. Dann habe ich die Quest hier nämlich noch fertig. Können wir hier an Land segeln und dann da hinten ist eins. Können wir das auch beschießen? Sieht so aus. Hau nur ab. Ne, das neue Sea of Thieves. Ne, also grafisch ist Sea of Thieves anders, Comic-Style-mäßiger und auch trotzdem hübsch anzusehen. Aber auch wesentlich länger auf dem Markt. Ne? Also da würde ich mir auch mal sehr wünschen, dass sie die Unreal Engine updaten bei Sea of Thieves. Das wäre natürlich nice. Die wehren sich jetzt auch nicht, weil das quasi so die erste Quest nach dem Tutorial ist. Schieß auch dich ab, mir ist das egal. Wer da ist, kriegt aufs Maul. Die machen extra Damage, die Dinger, wenn ich die beschieße. Aber mit der rechten Maustaste dieses Zielen und Zoomen durchsetzt sich grundsätzlich nicht verkehrt. Jetzt kam auch nicht wirklich ein schwarzer Bildschirm. Das ist auch dynamischer, finde ich. Als jetzt, wenn wir gleich nochmal anlegen, ne? Oder wenn du die Ansicht 10-mal gesehen hast, sagst du dir auch, ne? Okay. Zurück. Und dann ist Schluss für heute. Also für Skull & Bones. Hat auf jeden Fall was, das Spiel. Muss ich dazu sagen. Ja, es sind so ein paar Punkte, die stören mich, die hatte ich ja erwähnt. Aber trotzdem hat es was. Und es wird seine Fans finden. Auf jeden Fall. Was ist das? Ach so, ja, ich verstehe. Wir sind jetzt ein wenig gefragter.
Oh, können wir das einsammeln? Ja. 50 Kanonenkugeln. Aber mal so. Schön. Jetzt kann ich wieder die Kamera wechseln. Also, das wäre, glaube ich, auch so ein Spiel für ein Greenscreen dann. Mal gucken, wann es rauskommt. Es steht ja noch nicht fest. Es hat sich ja x-mal verschoben. Ja? Beziehungsweise, es ist... Gab es denn überhaupt ein Release-Date? Auf jeden Fall, es gab diverse Playtests, diverse Betas. Und jetzt haben wir hier mal wieder eine. Keine Ahnung, wann es kommt. Es ist halt sehr arcade-lastig, ja. Also, so schnell feuert hier keiner. Und obwohl wir nur zwei Kanonen haben, kann ich drei Kugeln abschießen. Okay. Dann ist das so. Ja. Also, Realismus ist hier nicht ganz so groß geschrieben. Aber wie gesagt, wenn das Spiel Bock macht und man hier Bock hat zu leveln und so und neue Dinge freizuschalten, wieso nicht? Ja? Müssen wir wieder in den Safe-Bereich rein, bevor... Ja, wir sind ja jetzt schon ein bisschen... Return to the Blacksmith. Ja, nee, wir können gleich ausloggen. Ich lande noch und dann logge ich aus. Das Schöne ist, ich muss die Szenensammlung nicht wechseln. Wir können direkt weitermachen. Wir sind ja schon in der Sea of Thieves-Sammlung. Ah, hätten wir jetzt auch hier... Ah. Cool. Das war die Windows-Taste. Können also hier diverse Dinge... Ah, ich verstehe. Ach so, und weil ich kein Crow's Nest habe, kann ich das nicht toggeln. Ich verstehe, also die 1 ist quasi... Crow's Nest an, aus. Die 2 ist ran oder wieder raus. Die 3 ist Rückenansicht. Ich verstehe. Also Krähennest, ne? Oben, wo der Ausguck ist, weil es musste ja immer jemand brüllen. Können wir mal ein bisschen hier, zack, anlegen. Gut! Das war es für die Aufnahme, das war es für dieses Angefuchst dieser Beta-Variante. Auch wenn ich hier Dinge zu bemängeln habe, dass es mir zu schnell geht und dass ich auch jetzt wieder bejubelt werde, obwohl ich eigentlich noch ein Anfänger bin. Das ist alles ein bisschen komisch, das fühlt sich so ein bisschen fremd an. Das sind aber Feintuning-Sachen. Ja, also das Spiel kommt ja erst raus. Das heißt, die können das hier alles noch anpassen. Die können den Anfang ein bisschen umfangreicher und schwieriger machen, bis man zum ersten Schiff kommt. Und dann haben sie mich. Ja, dann würde ich sagen, das ist cool. Und wenn es dann noch ein cooles Koop-Feature irgendwie gibt oder so, dann könnte man das auch zu zweit, zu dritt, vielleicht sogar zu viert spielen. Dann macht das durchaus bestimmt richtig Laune. Jetzt setze ich mal noch ein Fragezeichen davor, wie das Spiel wird. Weil es ist, wie gesagt, noch ein früher Stadium, ein sehr frühes Stadium, in dem sich diese Version befindet, in dieses Spiel befindet. Das ist ja jetzt diese erste Beta. Und Release gibt es noch keinen. Ich werde es weiter verfolgen. Wenn es nochmal eine Beta gibt, gucke ich bestimmt nochmal rein. Und wie gesagt, ich hatte durchaus Spaß. Hätte ich keinen Spaß, hätte ich vorher aufgehört. Und ja, im Stream bleibt jetzt dabei, wer Bock hat. Wir haben noch ein bisschen Sea of Thieves zu viert auf der Galli. Da wird es auf jeden Fall auch lustig. Aber für die Aufnahme hier ist an dieser Stelle jetzt Schluss. Deswegen für alle, die sich das hier angeschaut haben, das Ganze nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.